So, willkommen zurück bei Alien Isolation. So, wir sind hier immer noch auf der Suche. Wonach sind wir auf der Suche? Auf dem Haupttor. Baba, öffnen eine Sicherheitsstrebe. Okay, wollen wir durch. Ja, wir sind ja mit der Torrance, mit dem Transportschiff hier auf dem Raumstation Sevastopol angekommen. Ja, und sind leider getrennt worden von den anderen beiden. Und jetzt suchen wir halt einen Weg, hier überhaupt irgendwie Kontakt und Hilfe zu kriegen auf der Station, was hier los ist. Ist alles gar nicht so einfach, ziemlich verwinkelt. Und so viele Möglichkeiten, wo ich hin kann, sollte, weiß nicht. Bis jetzt habe ich außer Knicklichter, die ich noch nicht weiß, wie ich die einsetze, aber denk mal, da kann man durch. Er hat es nicht geschafft, obwohl er Werkzeug dabei hatte und alles. Denk mal, durch die Schleuse kommen wir zu ihm hin. Ah ne, ich will immer M drücken für Karte. Zellen, okay. Da gibt es Storage. Da haben wir gerade gespeichert gehabt vorhin. Okay, ich guck mal da durch. Was soll schon passieren? Schon wieder nach oben, okay. Dachte, jetzt kommen jetzt links in den Raum. Oh je. Das meinte ich mit Verlaufen vorhin. Also das so verwirrend bis jetzt noch. Da kann es gut sein, dass ich auf der... Okay, hier wird jemand durchgeschleift oder so. Okay, hier sind wir bei Ihnen drinne. Ich will eine Beschwerde einreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die scheiß Marshalls. Die sollten uns beschützen. Das ist jetzt schon. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Sie haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, so um jemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das... Problem. Ups, sorry. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Ja, denke ich auch. Okay, also war doch nicht verkehrt, hier erstmal hochzugehen. Ja gut, er hat sich beschwert hier, ne? Wurde irgendwie nicht ernst genommen. Aber ansonsten ist ja hier nichts. So viel Tasten, um das Ding aufzumachen, okay. So, da sind wir wieder Schleuse. Ah, jetzt kommen wir durch das Haupttor rein, okay. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo wir herkamen. Okay. Üben wir das gleich nochmal. Gibt es denn hier irgendeinen Bauplan oder irgendwas? Nee, ne? Ah. Info. Person Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Fällt mir gerade ein, wir hatten
glaube, in der ersten Folge schon einen Code gehabt. Und bis jetzt habe ich noch keine Kiste gefunden, wo man einen Code bräuchte. Also von daher. Ruhig. Gehen wir hier wieder auf. Soll mir das die Polter irgendwas sagen? Ach, hier oben sind wir jetzt auch. Das wird noch so eine Sache mit der Orientierung bei mir. Da können wir schon irgendwie verstecken. Hier war doch ein Speicherpunkt. Okay. Können wir schon wieder speichern? Ja. Da man das auch mal jedes Mal noch mal bestätigen muss. Finde ich ja schon ein bisschen gruselig. So, wir sollen da unten rein. Können jetzt, sagen wir, da unten rein. Weiß es gar nicht, sind wir da... Oh Gott, ja, so gut, sind wir auf der falschen Ebene, können wir jetzt... Achso, das kann jetzt... Ich dachte, man kann jetzt mal die Ebenen hin und her schalten, aber... Sieht nicht so aus. So. War jetzt da links denn noch Räume, wo den Werkzeug jetzt hätte gebrauchen können? Ich gehe nochmal gucken. Hier war nichts. Ah, hier. Also. Ja, war zu schnell. Muss das schon abwarten. Da. Das war ein komisches, lustiges Bild hier. Einer über den Kanzler schubsen oder was soll das werden? Bisschen Loot, das sieht nach einer Werkbank Schrott ein, so eine. Schon wieder Mode. Ne, Karten, die Tische, was soll er darstellen? Ne, ist doch eine Werkbank. Aber da kann ich nichts dran machen. Gut, es gab es hier ein bisschen Loot, das war jetzt ja nicht so prickelnd. Da kam er. So. Da ist rot, da ist immer noch rot. Dachte, wir hätten jetzt das hier schon. Ionenschneider benötigt. Okay, den haben wir noch nicht. Brauchen wir hier auch diesen Schneidbrenner oder Plasma. Ionenschneider, was denn noch alles? Okay, müssen wir doch erstmal das Haupttor, die Hauptziele weiterverfolgen. Ich meine, es gab ja auch diese menschlichen Gegner, warum auch immer. Das werden wir wohl noch rausfinden, warum die jetzt was gegen uns haben. Singt hier ein Kind oder was soll das sein? Da sind wir ja reingekommen, aber guck jetzt noch mal kurz, ist hier auch was? Nee, ne? Puh. Da ist ja das Problem bei solchen Spielen, da gibt es viel zu viele Möglichkeiten. Denk mal, den Bereich habe ich hier abgesucht jetzt, dann gucken wir mal, was hier so passiert. Also. Eine Videosequenz. Ganz ruhig. Okay. Gut, was ist er denn für einer? Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe.
Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gepiept. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja. Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Hm. Okay. Oh, guck so komisch herum. Axel. Das ist Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Gar nicht. Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Ja, ich soll jetzt mit Axel gehen. Ja, wohin? Da kamen wir noch nicht rein, weil wir das Werkzeug nicht hatten. Gepäck. Wir gucken da lang. Da. Ich denke mal, wir müssen halt einfach das Türchen hier aufmachen, was ich eh schon wollte. Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Denk mal, seine Knarre wird gleich bald unsere. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Kann ich rein? Aber neugierig. Was? Jo. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Okay. Ich glaube nicht, dass der Aufzug richtig funktioniert, aber... Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Klingt komisch, aber wenn du das sagst... Ich finde es ja unlogisch. Man sollte sich eher dann helfen, gerade denn, wenn man Angst hat. Kolonialpix, okay. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Ja, nö, ich hab dich nur verarscht. Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Oh, gute Idee. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Okay. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Palim. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort! Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Okay, Monster sind immer cool. Da sind wir mit Ripley die Expertin. Nein. Huch, war doch da.
Inventar. Voll. Oh, okay. Dann hätten wir das... Oh, warte, können wir das... Warte, warte, nicht weglaufen. Haben wir nicht. Was ist das? Pistole, ja, haben wir nicht. Okay, ich dachte, ich könnte jetzt irgendwas bauen, damit ich Inventarplatz kriege, aber sieht nicht so aus. Okay, da sind andere. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Bewegungstaste und Steuerung, ja, Steuerung macht's ja nix. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir! Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich ziehe sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. So viel war da ja nicht. Huch, oh. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Okay, Headset mit. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Was? Blöde Banjo-Geräte. Halt die Klappe. Hier lang. Ja, bleibt mal jetzt ganz unruhig. F. Alter. Irgendwie vorhin ging es nicht. Ja, wenn die Möglichkeit schon mal da ist, speichern wir natürlich. So, hat er sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Hm? Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Okay, ich soll also mit der Batterie nicht so rumasen. Das sieht nicht so aus, als wenn das ein begehbarer Schacht ist. Ich denke mal, ihr seht gar nichts auf YouTube oder so. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie, ich habe alles unter Kontrolle. Weil der ist gesperrt, kaputt. Hast du? Kriegst du da wieder einen Gang oder was? Jetzt.
Nicht sehr vertrauenserweckend, aber nur als. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Was auch immer er damit meint. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Ja, und ich meine, ohne was wegzunehmen hier bei Alien, das bewegt sich auch in Lüftungsschlecht. Ja, ist mein Schiff, nicht meins, aber damit sind wir hergekommen. Ich hab was gehört. Da sind ein paar Leute, ja. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Nicht, dass der sauer wird. Los, wir schaffen das. Wer sollte sauer werden? Folgen Sie mir. Naja, bin ja da. Das sah jetzt ein bisschen gruselig aus, dass du da schon durchkrabbelst, obwohl er noch zu ist. Ist er da lang? Rechts? Ja, ne? Das Gefiepste macht einen ja fertig. Okay, leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Leise! Ich glaube, der war schon gesagt. Gab's da nicht eine Taste irgendwo mal? Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wir sind bewaffnet. Wegen Generator. Ja, ja, ist klar. Was für ein Generator? Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns hat von Generator. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe. Und hilf, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten. Geh jetzt einfach mal hier so vorbei, ne? So von daher. Okay, wir sollten... Das könnte was wie ein Generator sein. Könnt ihr mich hier sehen? Sieht nicht so aus. Hier pennt anscheinend jemand. Huiuiui. Ist das ein Pult, was wir bedienen können? Ich hoffe, das war jetzt nicht zu früh. Wo sind wir denn jetzt? Da. Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Folgen Sie mir. Okay. Wow. Ja. Das wäre ja relativ einfach. Gut, da können wir erstmal speichern. So, was ist los, Axel? Da hinten ist nichts mehr. Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Nee, nicht wirklich. Was bleibst du da stehen? Denk hier richtig. Er kommt nach, okay. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Mhm.
Habe endlich erwähntes Zeug. Oh Gott, da kann ich gemerkt, dass sie fehlt. Schließung, Schatz. Inventar, Aspirin, Konserven, Müsli, Zahnpasta. Auf jeden Fall saubere Zähne. Zigaretten dabei, okay. Und so neigt sich am Ende so ein paar geschnappen da. Huch. Huch, nicht escape. Da ich die komische Kiste nicht gefunden habe, wo ich den hätte Code gebrauchen können. Warte mal, lauf jetzt nicht weg. Ja, ich will ja nicht eigentlich welche benutzen. Da. Wie benutze ich denn jetzt eine Medik? Moment, kurz mal, ich muss ja doch noch mal im Menü gucken, wo man hier die Spiel, Steuerungs, Maus, Controller, Vibration, Tastenbelegung. Vorwärts, rückwärts, ist schon klar, Rennen. Benutzen. Menürad Q, ja, aber da kann ich ja nur was herstellen. Verstehe ich noch nicht ganz ein. Taschenlampe. Tabulator, Kartenmenü. Link, da. Speichern, zurück. Flammenwerfer. Revolver ist auf der 1. Keine Ahnung. Wir haben nichts verändert, aber ja gut, wir können auch speichern. Keine Ahnung, wie ich das benutze. Warum schießen sie jetzt so doof wie ich? Keine Ahnung, von wo sind wir gekommen? Wo müssen wir hin? Hier brauchen wir Strom. Er ist aus. Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ach, du bist ja voller Blitzen. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Andere Seite, wo ist hier die andere Seite? Hier nicht. Da an den Terminal mal dran. Ah, hier. Auf 3. 1, 2, 3. Oh. Hexen, hinter Ihnen. Was? Arschloch, komm her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, verdammt. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Ja. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sackgesichter. Oh, hi. Schnell. Er schießt sie. Scheiße. Ich glaube, er ist tot. Die haben ihn umgebracht. Okay. Excel, warum hast du den? Wir haben ihn getötet. Weil er mich töten wollte. Er oder ich. Hier. Geht es ums Überleben? Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was Folge, ist das denn? Folge Sabbat ist nie ein gutes Zeichen. Ui. Ups, da ist er ein bisschen unsanft in den Schacht gezogen worden. Was zur Hölle war das? Eben stand er noch hier. Wir müssen da oben weiter. So,
nicht gut. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Oder warte mal, er stand hier. Ich denke mal, wir müssen hier weiter. Gucken wir auf der Tabulator. Wir sind da. Ja, von da sind wir gekommen. Beim Kühlturm. Ich hoffe mal, demnächst ist hier gleich ein Speicherpunkt. Weil die Folge ist um und ich würde auch die Aufnahmesession dann erstmal beenden wollen. Warte, war hier nicht... Können wir noch zurück? Da, nee, da, gut, da waren die typisch. Das wäre ein bisschen blöd, wenn wir da zurückgehen. Oh, hier geht es ja irgendwie nicht weiter, ne? Hier ist grün, kann man hier irgendwas drücken? Transitrufen, okay. Na, dann ist er echt kurz vorher drauf gegangen, ne? Cool. Nicht cool. Kommt hier noch was? Fährt laufend irgendwas vorbei, aber... Ah doch, jetzt kommt was. Ah, kann ja auch ein bisschen schneller gehen, ne? Jugge, 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 jugge. Uiuiui. Ich habe ja schon die Taste zurück, ist ja gut. Da kam das Viechchen ja schon. Hui. So. Da das ja eben gerade das Speichersymbol war, mache ich jetzt für diese Folge erstmal Schluss. Ich hoffe, hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Haut rein.